wer lesen kann, ist im Vorteil. Kuriose Kandidatenvorstellungen, Buhrufe, Beleidigungen und obskure Verschwörungstheorien. Bei der ersten Vorstellungsrunde der Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in Sindelfingen ging es gestern Abend heiß her. Für Aufsehen sorgte der Auftritt von Friedi Miller. Die Herausforderin von Amtsinhaber Bernd Föhringer griff die derzeitige Verwaltung scharf an und unterstellte ihr unter anderem Korruption. Ob Miller mit ihrem Auftritt überzeugen konnte, wird sich am 7. Mai herausstellen. Dann wird gewählt.